Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die Firma BenQ ist auf mich zugekommen, ob ich ihre Screenbar Halo mal testen möchte. Was ist eine Screenbar mit dem Namen Halo? Ja, die Screenbar ist eine Beleuchtung für euren Arbeitsplatz. Die wird auf einem Monitor installiert und somit wird der Bereich der Tastatur voll und ganz ausgeleuchtet. Vielen Dank an BenQ für die Ausstattung mit der Screenbar Halo. Ich darf trotzdem hier sagen, was ich möchte über dieses Teil. Wir packen es heute aus. Hier vor mir steht ein Monitor. Wir schließen alles an. Wir packen das Teil dann auf den Monitor drauf und ich habe auch eine Tastatur hier liegen und damit schauen wir uns dann auch die Ausleuchtung und auch Farbgebung und alles, was das Teil so kann, hier in diesem Video an. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Ja, und hier habe ich mal mein Setup ein bisschen aufgebaut. Hier ein Monitor, ihr seht ihn, hups, beinahe schon umgefallen. Eine Tastatur hier auch noch mal hingelegt und hier die Verpackung der Screenbar Halo. Monitor Light hier von BenQ hier schon mal ein bisschen abgebildet hier auch eine kleine Fernbedienung dabei das ist die Erweiterung quasi der ersten Generation nicht nur die Fernbedienung sondern auch noch ein paar mehr Funktionen an der Lampe selbst aber die schauen wir uns jetzt auch nach und nach dann im Video jetzt an wir packen erstmal das ganze aus ich habe das Siegel schon aufgeschnitten das empfängt uns dann im Lieferumfang. Hier sind bestimmt so Papierkram drin und so weiter. Ihr seht, ich habe sie noch original verpackt, aber natürlich habe ich mir schon einiges dazu angeschaut. Wir haben hier äh, 3xA-Batterien, drei Stück an der Zahl für die Fernbedienung, die hier so als Puck quasi dabei ist. Legen wir erstmal alles auf Seite, holen wir einfach alles mal raus, dass wir den Karton hier mal loswerden. So, das war es jetzt schon, aber der Karton ist auch sehr schön designt, finde ich. Da kann man auch nichts sagen dagegen. Ja, wir packen jetzt mal hier die Lampe selbst direkt aus. Ja, ich habe jetzt direkt alles ausgepackt und einen kleinen Cut hier gesetzt, weil es ging doch schwerer als gedacht. Hier haben wir jetzt noch einen kleinen Papierschutz hier drum. Den packen wir natürlich dann auch gleich aus und dann schauen wir uns dann... Die Lampe mal genauer an. Wir haben hier zum, jetzt Maße hier in der Breite von 50 cm. Also dürfte vollkommen ausreichen, wenn ihr jetzt seht hier die Tastatur, das dürfte ausreichen, um die komplette Tastatur auch auszuleuchten. Machen wir natürlich direkt den Test hier. Ein fest installiertes Kabel, das ist natürlich ein bisschen schade. Hier könnte man auch einen USB-Port, USB-C-Port dran bauen und dann hätte man... Die Möglichkeit auch mal ein längeres Kabel zum Beispiel zu nutzen, ohne halt dieses Kabel dann nochmal mit einer Verlängerung dann zu verlängern. Hier USB-A, äh, ist ein bisschen Flachbandkabel, kann man so nennen. Und äh, ja, es ist aber trotzdem lang genug. Ich schätze mal gerade mal durch, wenn ich das hier mal... Auspacke, ja, das dürfte so ja, knapp 1,80 Meter, vielleicht sogar zwei Meter lang sein. Also, das dürfte doch durchaus für die meisten Anwendungsgebiete ausreichen. Was haben wir noch dabei? Wir haben hier einen kleinen Adapter dabei und der ist sehr wichtig, den dürft ihr nicht verlieren, weil, wenn ihr euch mal umentscheidet, keinen Standardmonitor, sondern einen Curved-Monitor benutzt, dann braucht ihr diesen Adapter um die Curve dann halt auch ähm, auszugleichen. Also ganz, ganz wichtig hier, aber alles geschützt. Ihr habt, braucht keine Angst zu haben, dass ihr euren Monitor irgendwie damit ähm, ja, äh, kaputt macht oder so. Hier alles schön mit Gummierung geschützt und so weiter. Also darauf sehr gut aufpassen, auch wenn ihr es jetzt erstmal nicht benötigt. Wie ist die Lampe aufgebaut? Hier sind die ganzen LEDs drin mit einem kleinen Spiegel noch drin. Die könnt ihr hier... Auch bewegen hier ist noch eine Folie drauf. Sehe ich gerade, merke ich gerade, die machen wir auch ab. Hier könnt ihr die Lampe bewegen, wie ihr möchtet, aber auch die Lampe selbst noch mal könnt ihr in der Neigung und so weiter dann auch noch mal bewegen. Ja, die einzige Farbe, die ich gefunden habe, was BenQ hier anbietet, ist ja so, ich sag mal, so silbrig-schwarz. Hier wieder mit äh, einer Mischung von. Kunststoff und aber auch Metall, die eigentliche Lampe ist aus Metall, das ist wirklich sehr schön verarbeitet, sehr hochwertig und hier hinten steckt dann ja, ich sag mal, die ganze Technik drin, hier aber auch noch mal hier der Unterschied zu der Vorgängerlampe. Hier hinten hat BenQ dann auch nochmal eine Rückbeleuchtung, also eine Hintergrundbeleuchtung, dann nochmal integriert. Also auch sehr cool. Was hier glaube ich nicht dabei ist, das werden wir aber gleich herausfinden, ist eine RGB-Beleuchtung. Hier ist nur verschiedene Farbtemperaturen. Einmal halt so Weißlicht und einmal halt mehr so das Tageslicht dann abgebildet, welches ihr dann hier über die kleine Fernbedienung dann auch wechseln könnt. Wir haben hier an der Lampe selbst keine Bedienelemente mehr, das war bei der Vorgängerlampe dann doch auch noch dabei, die kann man auch übrigens noch kaufen. Zu beiden Screenbars findet ihr selbstverständlich unten die Links dazu, also wenn ihr da Lust habt darauf, schaut da gerne mal nach und dann könnt ihr auch entscheiden, welche Version für euch die bessere ist. Legen wir nochmal auf Seite und schauen uns dann doch nochmal die Fernbedienung an. Ihr habt hier die Möglichkeit, ein Drehrad zu nutzen. Hier ist der Anschalter, Ausschalter. Hier oben könnt ihr dann sagen, wie ich möchte die die Farbtemperatur einstellen, wie eben erwähnt, hier die Helligkeitsstufe, dann könnt ihr auch eure, ja, euer Favorit hier einstellen und damit abspeichern mit der Herztaste. Hier habt ihr dann die Möglichkeit, die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten und hier eine automatische Helligkeitsbeleuchtung je nach Umgebungslicht. Also dürfte auch ein Umgebungslichtsensor irgendwo verbaut sein. Jetzt muss ich nochmal mal schauen, wie man das Teil hier aufbekommt hier unten ich habe es doch schnell gefunden dann legen wir hier mal die Batterien ein drei stück wie gesagt an der Zahl so wie man sie kennt triple a batterien so jawohl richtig rum eingelegt so machen wir den deckel wieder drauf so rum. Wird ein bisschen magnetisch gehalten, ihr seht es, also ihr müsst da nichts drehen, machen, tun. Und die Bedienung selbst hat unten auch nochmal eine Gummierung, dass es halt auf eurem Schreibtisch auch fest sitzt und ihr hier einfach mit einem Finger drehen könnt, tippen könnt und das Teil dann halt nicht verrutscht. Jetzt installiere ich das Ganze mal auf dem Monitor und dann schauen wir uns direkt an, wie die Ausleuchtung dann ist. Ich mache hier auch noch ein bisschen dunkler, damit man das natürlich auch noch besser erkennen kann. Ja, jetzt haben wir mal die Ausleuchtung hier meines Arbeitsplatzes durchgeführt. Wie gesagt, ihr könnt hier an der Lampe selbst noch den Neigungswinkel so ein bisschen anpassen, wie ihr das braucht. Und dass es natürlich euch auch nicht am Monitor selbst dann spiegelt und euch dann halt die Sicht auf den Monitor hier verschlechtert. Die Fernlehnung hier, wie gesagt, die ist drehbar und drückbar. Man kann hier einmal ausschalten, dann ist das Licht ganz aus. Dann wieder anschalten und hier drehen, um das Licht halt zu dimmen oder halt hoch zu drehen. Also das ist wirklich sehr cool gemacht, finde ich. Dann haben wir hier die Farbtemperatur, die können wir verändern. Ihr seht, jetzt kommt das Weißlicht eher heraus. Man kann es wirklich ganz weiß drehen. Das ist richtig, ja fast bläulich. Ihr seht es hier so fast bläulich wirkt. Gefällt mir eigentlich sogar besser wie das Warmlicht. Und hier, wie gesagt, immer eins drücken und dann halt die die Anpassung vornehmen. Das ist wirklich sehr cool. Und machen wir mal hinten noch an. Ah, ihr seht, es geht nur jetzt hinten oder vorne. Schauen wir nochmal, wenn wir nochmal drauf drücken. Damit haben wir jetzt beide an. Also hier geht es hinten und vorne. Aber die Helligkeitsregelung ist dann für beide gedacht. Also hier könnt ihr nicht unterscheiden, hinten heller und vorne etwas dunkler oder umgekehrt. Also hier könnt ihr wie gesagt dann Hinten, vorne, nur hinten oder nur vorne, dann mit einstellen. Automatische Helligkeitsregelung könnt ihr auch einschalten. Da wird dann erstmal ein bisschen rumprobiert, aber ihr habt gesehen, das Licht wechselt dann auch wieder in ja einen gemischten Modus, um die beste ja Beleuchtung, ich sag mal, für eure Augen dann darzustellen. Dann könnt ihr hier schön tippen. Ihr habt schön alles ausgeleuchtet. Finde ich wirklich sehr nice gemacht das Ganze. Aber wie gesagt, ich finde die ich finde das blaue Licht hier viel cooler wie jetzt, äh, ich sag mal, das bisschen Warmlicht oder gemischt dazu. Ja, die Fernbedienung hat einen Durchmesser hier von 7,3 cm, ist relativ leicht, also die stört nicht. Wenn ihr dann nicht braucht, könnt ihr es dann auch hier auf die Seite stellen. Dann habt ihr, wie gesagt, auch hier wieder Platz für die Maus und könnt hier gleich an Ort und Stelle dann die äh, BenQ Screenbar Halo dann auch steuern. Ja, das war es eigentlich schon über die BenQ Screenbar Halo. Ich finde sie wirklich sehr cool. Man kann hier seinen Arbeitsplatz wirklich sehr gut ausleuchten. Was mir so ein bisschen fehlt, aber natürlich Spielerei wäre, ist so ein bisschen RGB-Beleuchtung, also verschiedene Farben noch. Das hat, doch, das hat man doch auch ein bisschen ähm, mal so ein bisschen Spielerei ganz gerne. Vor allem hätte ich mir das gewünscht für die hintere Beleuchtung. Hinter dem Monitor hätte man so ein bisschen RGB machen können und vorne dann einfach nur weiß oder warmlicht. Das hätte mir auch ausgereicht. Was noch ganz cool ist, finde ich, die, ja, die mitgelieferte Fernbedienung als Drehrad. Also, das ist wirklich eine sehr coole äh, Überlegung von BenQ, dass man nicht immer an der Lampe selbst herumtatschen muss. Und äh, das ist auch sehr komfortabel eingerichtet, finde ich. Ihr findet alle Links zu der BenQ Screenbar Halo, aber auch zum Vorgänger unten, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst gerne ein Like. Ein Kommentar und ein Abo da natürlich freut mich immer und immer wieder, das wisst ihr. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.